Herzlich willkommen zum Podcast Das Mindset der Champions. Ich bin dein Gastgeber Tobias Kunert und hier tauchen wir gemeinsam in die faszinierende Welt des Unterbewusstseins ein. In jeder Folge erwarten dich inspirierende Menschen mit spannenden Lebensgeschichten und wertvollen Einsichten. Gepaart mit einer guten Prise Humor erforschst du mit uns die Geheimnisse des Erfolgs. Lass uns gemeinsam unser Potenzial freilegen. Lass uns gemeinsam lernen und wachsen. Das Mindset der Champions. Folge 74. Warum bin ich krank? Servus Freunde, ich habe heute eine spannende Folge und einen unglaublich spannenden Gast bei mir. Sie ist Ärztin im Bereich Ernährungsmedizin, funktionelle Medizin und klinische Umweltmedizin, hat 2 Kinder, ist Speakerin und hat ihre Doktorarbeit damals in Nepal und Indien geschrieben und es ging um tibetische Medizin. Sie heißt Mirja Effing. Hi Mirja, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr da seid, liebe Zuhörer. Die Welt braucht Menschen wie dich, Menschen, die Bock haben, an ihrem Mindset was zu verändern, an sich selber anzufangen. Koch dir gerne einen Kaffee oder einen Tee, mach's dir gemütlich und lass dich von uns berieseln. Mirja, du hast deine Praxis in Immenstadt. Das ist eine Praxis, da kann jeder kommen, oder? Ja, ein bisschen schwierig gerade. Also ich habe ja eigentlich eine ganz normale Hausarztpraxis. Und habe aber schon mehr als doppelt so viele Patienten, wie eine normale Hausarztpraxis hat. Das heißt, das kann jeder kommen, ist gerade so ein bisschen relativ geworden. Okay. Also das heißt, hausärztlich mussten wir es leider einen Stopp machen, aber es kann jeder kommen in die funktionelle Medizin. Wow, ja, spricht ja für die Praxis. Wie ging denn dein Weg los? Wie bist du auf die Medizin gekommen? Wie ist das entstanden? Ja, ist eigentlich ganz spannend, weil ich wollte eigentlich immer Pilotin werden. Meine ganze, also im Schulzeit am Gymnasium, da habe ich dann schon so mehr Cockpits runtergeladen und habe schon alles Mögliche versucht zu lernen, dann für meine spätere Ausbildung als Pilotin. Und dann bin ich aber relativ früh Buddhistin geworden. Mich hat immer schon der Buddhismus sehr fasziniert. Und nachdem ich Buddhistin wurde, habe ich gedacht, eigentlich will ich irgendwas mit Buddhismus machen. Und habe dann gedacht, ich gehe direkt nach der Schule nach Indien und studiere tibetische Medizin. Und mein buddhistischer Lehrer hat dann nur zu mir gesagt, nee, du studierst normale Medizin, du bleibst erstmal hier. Und dann habe ich das gemacht und dann war es irgendwie auch total klar, dass das mein Weg ist. Schule war von Anfang an super bei dir, oder? Weil dann, also, muss ja funktionieren, wenn du... Tatsächlich war Schule ziemlich Katastrophe. Ich bin dann aufs Gymnasium. Damals war das ja noch ein bisschen anders als heute. Da gingen ja wirklich nur ganz wenige aufs Gymnasium. Aber es ging dann los mit 5er, 6er. Und meine Mama hat mir schon gedacht, die muss ich wieder runternehmen. Und dann wurde ich aber, wie gesagt, Buddhistin. Und durch die Meditation haben sich meine Noten geändert. Das heißt, ich bin von 4er zu 1er Schüler geworden. Eigentlich nur durch Meditation. Nein. Darf ich fragen, wie kam das dazu, dass du in diesem Alter schon dann auf den Buddhismus gekommen bist? Wir haben, ich glaube, das war in der 8. Klasse, meine ich, haben wir die Weltreligion durchgenommen. Und da fand ich einfach den Buddhismus sehr, sehr faszinierend, einfach auch sehr anders als die anderen Religionen. Und dann habe ich beschlossen, ich werde jetzt Buddhistin und habe das nächste buddhistische Zentrum aufgesucht. Und dann war irgendwie der Weg klar für mich. Eltern, Umfeld und so, wie haben die reagiert? Die waren erstmal total geschockt, weil klar, damals dachte man natürlich bei sowas, die ist jetzt in irgendeine Sekte gekommen und was passiert da und so weiter. Aber das, wenn sie gute Noten schreibt. Ja genau, dann war genau das Gegenteil der Fall. Ich wurde gar nicht exotisch und habe plötzlich komische Klamotten getragen. Ich habe immer noch alles gemacht, was Jugendliche machen. Ich bin in die Diskos gegangen und habe Party gemacht, aber hatte plötzlich 1er und 2er. Und ich war dann letztendlich die drittbeste vom Jahrgang und da konnten sie dann nichts mehr sagen. Wow. Also deine Mission war schon am Anfang so, dann, du willst heilen, oder? Ja. Ich weiß nicht, einfach so, wie das heute oft ist, ich studiere jetzt einfach mal und schau,
sondern da war schon aus dem Herzen heraus ein Wunsch dahinter. Ja, ich erinnere mich, dass so in dem ersten Studienjahr dann mal gefragt wurde von einem der Professoren, warum wir Medizin studieren, und ich war total geschockt, weil dann einige meiner Kommilitonen gesagt haben, ja, wenn man da so viel Geld verdient und dies und das, und ich habe mir gedacht, was? Und im Endeffekt ist es auch so, wenn man wirklich viel Geld verdienen will, dann glaube ich, gibt es bessere Berufe. Aber mir ging es wirklich um das Heilen. Ja, schön. Und meditieren tust du heute auch noch? Ja, klar. Wow. Ich glaube, sonst würde ich den Alltag nicht schaffen. Ja, ich habe mir vorher gedacht, wo man so sieht, was du alles machst und mit den zwei Kindern, ja, da hast du auf jeden Fall ein spannendes Leben. Und da muss ja Herzblut dahinter stecken, oder? Sonst hat man ja gar nicht den Antrieb. Ja, genau, eben. Und dazu muss man auch wirklich einen Ausgleich haben. Und Meditation ist für mich wie Zähneputzen. Das ist einfach jeden Tag dabei. Dann hast du es aber nicht loslassen, das tibetische Medizin? Ja, also das waren dann eher so ein paar Zufälle. Dann sucht man sich halt eine Doktorarbeit und ich hatte überhaupt keine Lust auf diese Forschungen und Labore und so weiter. Und dann bin ich einfach mal zum Doktor, also zum Professor für Geschichte der Medizin gegangen und habe den gefragt, ob er was hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie fände ich es spannend, was mit tibetischer Medizin zu machen. Und dann hat der zu mir gesagt, ja, ich war damals, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, in Afrika und habe das afrikanische Heilwesen studiert. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, das wäre ja super. Und dann habe ich gesagt, dann gehen Sie doch nach Tibet. Und dann habe ich gesagt, ja, Tibet geht nicht, da kommt man gerade nicht so gut rein. Aber dann haben wir gesagt, Indien, Nepal ist eigentlich total spannend, weil das war dann eigentlich auch die Hauptfragestellung meiner Doktorarbeit. Ein Medizinsystem, das ja aus dem Ursprungsland sozusagen fliehen musste und in ein neues Land reinkam, also die waren ja alle Flüchtlinge, wie hat sich das inkulturiert? So war dann auch der offizielle Titel meiner Doktorarbeit. Und dazu konnte ich dann 4 Monate nach Indien und Nepal reisen und mit den Ärzten arbeiten. Ich habe jetzt so Bilder im Kopf, dass du da auf Bergen im Grün irgendwo sitzt. War wahrscheinlich anders, oder? Ist das? Na, das war alles. Also das ging ja darum, wirklich eine Statistik zu machen. Wie ist die tibetische Medizin dort? Das heißt, ich war auf dem Land, ich war in der Stadt, ich war im Norden, ich war im Süden, also von Himalaya bis Bombay war. Also ich bin wirklich komplett einmal durch Indien gereist und dann noch so Nepal abgehakt und ich war auch in Sikkim. Also da war alles drinnen, von wirklich Großstadt bis zu dem Arzt, mit dem ich durch die Wildnis bin und der mir dann die ganzen Kräuter erklärt hat. Kann man es grob sagen, der Unterschied zwischen der Medizin hier und der tibetischen? Grob ist natürlich, also diese klassische Schulmedizin hier, die kratzt ja meines Erachtens viel einfach nur an der Oberfläche. Das ist ja so ein großer Unterschied. Und in der tibetischen Medizin geht man ja viel tiefer. Man sucht ja wirklich nach der Ursache der Krankheiten. Und man muss erstmal die Ursache erkannt haben, um die dann auch therapieren zu können. Und klar, dann haben sie natürlich auch ihre Pillchen, die sie geben und haben dann noch andere Verfahren, die wir auch kennen, sowas ähnliches wie Akupunktur. Die Diagnostik ist ja komplett anders natürlich. Das Besondere an der tibetischen Medizin ist ja die Pulsdiagnose, die wirklich sehr, sehr faszinierend ist. Das kennen wir ja auch aus dem Ayurveda, wo jemand denkt, das ist Wahnsinn, aber die machen auch, glaube ich, 1-2 Jahre nichts anderes, als das zu lernen. Dann können sie einem sagen, was man hat. Und das stimmt dann sogar. Krass. Und dann wird hauptsächlich einfach nicht jetzt ein Symptom weggedrückt, sondern die Ursache. Ja, genau. Und was mich auch eben sehr fasziniert hat, was ich jetzt bei uns im medizinischen Alltag nicht so gesehen habe, dass immer dazu gehört Verhaltensratschläge, Ernährungsratschläge und dann eben die Medikamente dazu. Und das ist auch, wie ich jetzt mein Konzept aufbaue, wenn jemand zu mir kommt in der funktionellen Medizin, dass er dann rausgehen soll mit Verhalten, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel. Und ich habe dann noch die 4. Säule eingebaut, die Giftstoffe entfernen. Was mich so geschockt hat, war, also ich habe ja auch 2 Kinder und wir reden zu Hause schon immer über alle möglichen Lebensthemen. Und es war letzte Woche, da kam die Kleine zu mir und sagte, ich habe Bauchweh. Welche Tablette soll ich nehmen? Wow, ja, das ist tatsächlich. Und dann stand krass. Ich da und habe mir gedacht, krass. Und dann habe mir dann wirklich immer die erstmal gesetzt und habe gesagt, ja, also dein Körper will dir ja vielleicht auch was sagen. Oder, und dann hat sie erstmal gelacht, gell? Und das war dann, also das war dann ein wichtiges Gespräch. Und da kann ich mir einfach vorstellen, dass das ja nicht nur meiner Tochter so geht, sondern ganz vielen Leuten heute, wenn ihr Kopfweh habt, dann muss ich eine Kopfwehtablette nehmen. Ja. Fieber habt, vielleicht Fiebersenker. Aber ja. Das hat mich wirklich geschockt.
Und ja, wie gehst du dann, wie arbeitest du da in deiner Praxis? Weil da kommen ja auch Leute, die wahrscheinlich gar keine wirklich funktionelle Medizin wollen, die, oder? Ja, klar. Also wir sind ja eine Standard-Hausarztpraxis. Also ich sage immer, es gibt zwei verschiedene Arten von Patienten. Es gibt die Patienten, die so sind, wie du es gerade beschreibst. Die kommen, die haben was und die wollen ein Medikament dagegen. Aber die wollen nicht ihr Leben ändern. So ein ganz klassisches Beispiel ist ja so Diabetes, finde ich. Also es gibt die Leute, die kommen, die da sagen, ich habe Diabetes, jetzt brauche ich meine Tablette oder meine Insulinspritze und so weiter. Fertig. Aber ich will nicht auf meinen Kuchen verzichten und so weiter und so weiter. Das muss ich dann auch so akzeptieren. Das ist ja eine Lebensentscheidung. Und dann gibt es natürlich diese anderen Arten von Patienten, die kommen mit der Frage an mich, wie muss ich mein Leben ändern, dass es mir besser geht? Und das sind dann halt die Leute, die in die funktionelle Medizin kommen. Solche Patienten kommen auch zu mir in die Hausarztpraxis, wahrscheinlich überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Hausarztpraxen, weil ich natürlich auch diese Leute sehr anziehe. Aber für mich ist es wichtig, auch dieses Feingespür zu kriegen bei meinen Kassenpatienten. Wer will einfach nur die Pille? Und das dann auch zu akzeptieren und sagen, okay, es ist dein Leben, dein Körper, du willst nur die Pille, also gebe ich dir nur die Pille. Und wen kann ich auch aus der Kassensprechstunde abholen und sagen, ah komm, vielleicht kannst du doch mal die Ernährung ändern und dies und das. Also das ist so ein bisschen, das musste ich auch lernen, dieses Feingefühl und nicht jeden gleich überzeugen zu können, das Leben komplett umzudrehen, weil das ist die Entscheidung von jedem selber. Ja, krass. Und wahrscheinlich sind auch viele, denken zuerst, sie sind vielleicht die einen und werden dann doch die anderen, die nur die Pille wollen, oder? Ja. Also wenn, weil die Umstellung kann ja dann schon sehr konsequent sein. Ja, klar. Ja. Also da gehört halt wirklich was dazu, zu sagen, okay, ich habe eine Gewohnheit, die habe ich vielleicht schon seit 40, 50, 60 Jahren und ich soll die jetzt ändern. Das muss man auch erstmal machen. Also das fällt uns ja allen schwer. Ja, unglaublich. Ich weiß damals, ich habe 2011 aufgehört zu rauchen. Ich habe mir da gedacht, ich will nie wieder Kaffee trinken. Das wird so traurig für mich. Ich will nie wieder Pause haben. Ich will alles nie wieder machen, was ich damit verbinden kann. Gell? Das jetzt vielleicht ganz kurz zur Erklärung, wenn jemand den Podcast zum allerersten Mal hört. Bei mir ist es ja meistens so, die Leute kommen zu mir in die Praxis, nachdem sie ärztlich alles durchchecken lassen haben, dass man auch wirklich davon ausgehen kann, dass es jetzt auf mentaler Ebene ist. Und dann arbeite ich immer so, dass ich davon ausgehe, dass es einen roten Faden im Leben gibt. Ja, so dieses Steve Jobs hat ja mal gesagt, wenn du zurückschaust auf dein Leben und vor allem die schlimmen Punkte mal miteinander verbindest, dann kannst du dir oft denken, so, wow, das war zwar damals schlimm, aber Gott sei Dank ist das passiert, sonst wäre ich ja heute gar nicht da. Mhm. So. Und das passiert dann, wenn man währenddessen das erlebt, dann kriegt man es gar nicht so mit. Aber wenn man die ganze Geschichte auf einmal erzählt, dann wird der rote Faden plötzlich so klar. Und dann ist es ganz oft auch, dass zum Beispiel bei Schmerzen oder körperlichen Symptomen, dass das Unterbewusstsein wirklich demjenigen dann gerade was sagen will. Mhm. Dass es einfach was macht. Und das sind unglaublich krasse Momente dann, wenn einem das so klar wird. So, wenn dann jemand sagt, wow, jetzt habe ich zwar ein halbes Jahr Panikattacken gehabt, aber dadurch habe ich endlich mal gelernt, Nein zu sagen. Mhm. Das habe ich vorher noch nie. Wenn mir jemand gefragt hat, ja, ich war da und jetzt habe ich endlich mal gelernt, ich muss auf mich hören, kann ich überhaupt raus? So, das war der erste Schritt mal in Richtung Nein sagen oder so. Und das ist dann, wenn man dann anfängt, das in dem Moment als Chance zu sehen, nicht als, oh, ich bin jetzt gerade Opfer meiner Krankheit, dann, also das ist so faszinierend und kann so Spaß machen. Mhm. Ja, und das ist so meine Herangehensweise. Und was ist jetzt deine Herangehensweise an, warum bin ich krank? Ja, eigentlich ziemlich ähnlich wie bei dir. Also die Patienten in der funktionellen Medizin kriegen ja erst einen Erstanamnesetermin. Und in diesem Erstanamnesetermin, der eine Stunde dauert, da frage ich dann alles. Und da mache ich im Endeffekt auch eine Timeline mit dem Patienten. Das heißt von Geburt oder manchmal sogar vor Geburt, das heißt noch im Bauch, bis jetzt. Und da sind dann nicht nur die körperlichen Dinge drinnen, sondern auch die psychischen Dinge natürlich, welche einschneidenden Erlebnisse, Traumata und so weiter. Und da wird wirklich eine komplette Timeline gemacht bis jetzt. Und dann haben wir am Ende der Timeline die jetzigen Beschwerden. Und anhand dieser Anamnese kriegt man meistens schon unglaublich viele Informationen. Genau, das heißt,
dieses Thema, warum bin ich krank? Dann hat er vielleicht erzählt, ja, vor 10 Jahren habe ich dann meine Amalgamfüllungen rausgekriegt und ich hatte 8 Füllungen, aber mehr hat man dann nicht gemacht. Dann weiß ich, oh, okay, mit dieser Autoimmunerkrankung, wir müssen auf alle Fälle noch gucken, ob da vor 10 Jahren eben noch eine Quecksilberbelastung im Körper ist, weil Quecksilber eben oft Autoimmunität macht. Also das sind diese Sachen, deswegen muss man da wirklich gucken. Oder hatte die Mama vielleicht Amalgamfüllungen, als ich noch im Bauch war? Und deswegen kam das Kind schon mit Reizdarm, mit Neurodermitis und so weiter auf die Welt. Und das ist dann meine große Detektivarbeit. Klar, man kann immer Riesenlaborwerte für 1.000, 2.000 Euro machen, aber die Kunst, finde ich, in der funktionellen Medizin ist eine so gute Anamnese zu machen, dass ich dann ganz gezielt sagen kann, okay, das müssen wir jetzt nachgucken und das müssen wir jetzt nachgucken. Aber vielleicht auch, dass ich sage, oh, da ist echt ein heftiges Trauma, das müssen wir uns auch noch anschauen. Und da brauche ich natürlich auch die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich sage, okay, und dann schicke ich mal dahin und dann schicke ich mal dahin. Weil es gibt ja auch, ich habe auch immer wieder Patienten, wo ich einfach merke, relativ bald, egal was ich tue, die werden nicht gesund, weil da noch was Mentales ist. Und dann ist es gerade nicht mein Job, aber dafür brauche ich dann die Leute, wo ich weiterschicken kann. Ja, das ist krass. Das kann im Bauch auch schon sein. Gell? Also ich bin Jahrgang 86 und da habe ich mal gelesen, dass der ganze Jahrgang ein bisschen ängstlicher ist, weil da war Tschernobyl, das Atomunglück währenddessen. Und Mama hat auch gesagt, klar, sie hat dann in der Zeit gedacht, kann ich rausgehen, vergifte ich mein Kind, kann ich Pilze essen, kann ich dies essen. Und das, ja, wenn das also wirklich statistisch sich auswirkt, ist schon krass. Gell? Ja, ja, klar. Und solche, das habe ich sogar in meiner wir haben ja auch so einen Psychosomatik-Teil in unserer Weiterbildung. Und da weiß ich noch, da hat der Chefarzt von der Klinik das immer gesagt, Psychosen und Neurosen gehen auch im Bauch los, wenn die Mütter Ängste haben. Ja, ja. Oder abgegangener Zwilling oder sowas. Das kann ja alles Mögliche sein. Bei mir war zum Beispiel, ich habe nicht direkt geatmet nach der Geburt und dann musste ich 3 Tage in den Brutkasten. Und meine Eltern waren da fast rund um die Uhr da, aber eben nur fast. Gell? Und ein Baby versteht Zeit noch nicht. Und es ist einfach nicht natürlich, dass man anstatt Urvertrauen dann Kontrollverlust und Einsamkeit erlebt. So. Und dann hat sich das natürlich auf mein ganzes Leben ausgewirkt. Immer Kontrolle, lieber, ich habe die Kontrolle. Ja. Ja. Und unglaubliche Verlustängste. Mhm, jetzt, wenn ich aber zurückschaue, würde ich sagen, wenn das nicht passiert wäre, hätte ich auch meine Panikattacken nicht gekriegt, wäre ich auch nicht auf die Hypnose gekommen. Mhm. Ja, genau. So. Wieder der rote Faden. Ja. Wie können wir uns vergiften? Ich glaube, das ist ja schon ein Riesenthema, das gerade immer größer wird. Ich habe gerade mit meiner Kimber, mit meiner Hündin, so eine 3-monatige Akademie gemacht vom Dr. Franz, der unglaubliches Wissen hat und der quasi den ganzen Hund dir erklärt und sagt, der Hund wird selber gesund, wenn du den richtig ernährst, wenn du deine Themen aufräumst und nicht auf den projizierst und so. Mhm. Und da hat es schon geheißen, der darf nicht mal mehr Leitungswasser trinken. Gell? Das muss gefiltert werden und so. Also es ist ja überall, da sind Strahlen, da ist Gift, da ist, was sind da die ganzen Quellen? Und ja, genau. Also wir teilen die in der Umweltmedizin in 4 große Hauptgebiete ein. Das eine sind so diese chemischen Giftstoffe, chemischen Noxen. Also das ist im Endeffekt alles, was wir da in der Umwelt haben, was ich vorhin schon gesagt habe, Quecksilber. Wir haben Blei ganz viel, also die ältere Generation alle noch vor der Bleifreizeit. Also diese ganzen Schwermetallbelastungen, aber auch die ganzen Abgase, Dioxine, Phthalate, alles, was wir eben gerade so in der Luft haben, was nicht natürlich ist. Das sind so der erste große Block der chemischen Noxen, vor denen wir uns auch überhaupt nicht mehr schützen können. Es ist viel zu viel inzwischen in der Umwelt. Aluminium ist ja auch so ein Klassiker. Wenn ich meinen Vortrag halte über Schwermetalle, dann kann ich bei Aluminium eigentlich gar nicht mehr aufhören, wo das überall drinnen ist. Wir können uns gar nicht komplett schützen. Dann das zweite große Gebiet sind dann die Strahlenbelastungen, also die physikalischen Noxen. Also jetzt eben als großes neues Thema eben die 5G-Belastung. Seit 5G habe ich deutlich mehr Patienten, die hochsensibel sind auf Strahlenbelastung. Also das ist nochmal echt ein deutlicher Unterschied. Aber es gibt natürlich auch allein von den DTEC-Telefonen und so weiter, auch da gibt es ja die unterschiedlichen Strahlenbelastungen. Oder man hat sein Haus unter einem Strommasten und spürt einfach das Magnetfeld drumherum. Also, oder man schläft am Bett und hat dann die Stromleitung daneben und spürt die in der Nacht und kann deswegen nicht gut schlafen. Da ist auch ganz, ganz wichtig, also ich habe Gott sei Dank einen guten Baubiologen, mit dem ich dann auch zusammenarbeite und wo ich sage, oh, ich glaube, da ist was.
hol dir mal den Baubiologen und lass das mal untersuchen. Das ist so das zweite große Gebiet. Das dritte, das sind dann die biologischen Noxen. Das sind im Endeffekt die ganzen Viren und Bakterien. Auch diese ganzen chronischen Infektionen, die wir immer mehr haben. Also so diese persistierenden Infekte. Klassiker ist die Borreliose, die oft übersehen wird. Epstein-Barr-Virus. Jetzt natürlich riesenaktuelles Gebiet ist die ganze Spike-Belastung durch Corona-Impfung oder Infekt. Also alles, was da und eben ganz viel, was der Körper einfach gerade nicht mehr selber schafft, loszuwerden, was dann so persistiert und wo wir eine ständige Entzündung, so eine Silent Inflammation nennen wir das in unserem Körper haben. Und unser Körper schafft es einfach nicht mehr alleine. Aber das ist so wenig, dass das im normalen Blutbild nicht aufschlägt. Aber wenn man genauer schaut, eben doch eine Entzündung da ist. Und ich sage den Patienten dann immer, sie sind eigentlich wie dauererkältet. Und dann sagen sie auch immer, ja, genau so fühle ich mich auch. Und da einfach nochmal tiefer reinzugehen und diese Bakterien, Viren, Parasiten auch zu finden. Und das vierte Gebiet, das ist ja eigentlich mehr dein Spezialgebiet auch, das sind dann die sozialen Gifte. Das heißt, es ist dann im Endeffekt das Umfeld. Gibt es Menschen, die mir nicht gut tun im Umfeld, die sozusagen einfach eine Belastung sind, weswegen ich immer Bauchweh habe oder andere, weil einfach da Menschen in meinem Umfeld sind, die mich permanent belasten, Energieräuber sind. Auch das gehört tatsächlich zur Ursachenfindung von Erkrankungen und auch zur Umweltmedizin. Und bei den chemischen Giften wollte ich nur kurz fragen, zählen da jetzt zum Beispiel Medikamente auch an die? Genau, auch die Medikamente und Impfungen und sowas. Ja. Wie geht man dann davor? Also man kommt dann zu dir und dann geht es los mit der Timeline und dann wird untersucht. Genau, dann im Endeffekt schreibe ich immer schon so parallel mit. Also der Patient erzählt und ich schreibe immer parallel schon meine Ideen mit, sozusagen, was ich darüber habe, was wir weitermachen. Das könnte man untersuchen. Weil klar, manchmal hört sich was an, halt denke ich mir so, oh, ich bin mir fast sicher, der hat eine Borreliose. So einfach von der Symptomatik her. Genau, aber es kann natürlich auch sein, was viel Exotischeres sind Barbesien oder Ehrlichien oder sowas. Gell? Aber ich schreibe dann einfach so meine Ideen sofort mit. Und dann am Ende untersuche ich den Patienten noch und dann muss ich halt besprechen, weil das Problem ist natürlich, das sind alles keine Kassenleistungen. Das heißt, wenn man nicht gerade privat versichert ist, dann muss ich natürlich mit dem Patienten auch durchsprechen. Dann sage ich so, meine Idee ist Borrelien, Mitochondrien, das und das und das müssen wir uns anschauen und vielleicht noch einen Baubiologen kommen lassen. Und dann gibt es immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich will das jetzt wissen, ich mache alles, auch wenn es 500 Euro kostet. Oder wir sagen, okay, am meisten denke ich, das ist das, also machen wir erst das und wir gehen so ein bisschen detektivmäßig vor, dass wir einfach sagen, eins nach dem anderen. Man muss dann einfach natürlich gucken, einfach wie das Budget vom Patienten ist. Und dann mache ich einen Zweitermin aus, wo wir uns dann wieder treffen, die Ergebnisse besprechen und dann gibt es wirklich die Ratschläge schon, Ernährung, Verhalten, Nahrungsergänzung. Sagt mir doch oft, wenn jemand krank ist, das eine, was fehlt mir? Also irgendwas fehlt, aber da ist es jetzt, ich habe irgendwas zu viel, oder? Muss nicht sein. Es kann auch sein, dass was fehlt. Also ich habe auch schon, ich weiß nicht, ich hatte mal eine Patientin mit Kinderwunsch seit Jahren. Da habe ich dann Zink- und Selenmangel festgestellt. Sie hat es genommen und schwuppdiwupp hatte sie Zwillinge. Ach, krass. Genau. Also immer mit einem anfangen. Genau, also manchmal fehlt auch was. Das gehört natürlich auch dazu. Ja. Gibt's da so, kannst du sagen, in welche Richtung, wo sind die meisten Belastungen, wenn man jetzt diese vier Bereiche mal anschaut? Also im Moment ist das meiste Corona, total klar, aber das ist glaube ich jetzt einfach so seit 2-3 Jahren, ist es einfach die Spikopathie, das ist wirklich Nummer 1 bei mir im Moment und davor war viel mit Schwermetallbelastungen, hatte ich sehr viel, einfach weil wir alle diese Generation sind, wo wir dieses ganze Amalgam drin hatten oder immer noch drin haben. Was ich auch eben sehr viel habe, ist Borreliose, weil das einfach viel übersehen wird. Ich war mal bei einer Frau in Neu-Ulm vor ganz vielen Jahren und da konnte man eigentlich schon gar keinen Termin kriegen. Die war so ganz alt, eingesessene und die macht sowas, das heißt Mesologie. Hast du das schon mal gehört? Nee, das habe ich noch nicht gehört. Ja, also man muss erstmal Heilpraktiker sein und Osteopath und was weiß ich noch alles, dass man das machen darf. Und da misst die den Hautwiderstand an 150 bis 200 verschiedenen Akupunkturpunkten.
Und so kann die an jeder Stelle, wenn da die Haut irgendwie mehr Widerstand hat oder weniger, sagen, ah, da passt irgendwas nicht. Mhm. Und die hat dann damals bei mir, also das war so krass, ich habe dann 4 verschiedene Milchproben mitgebracht und sie hat, das Gerät hat genau die Milch, die Heumilch war, halt einfach erkannt, ohne dass ich sie exakt habe. Mhm. Wow. Und die hat dann mal gesagt, bei mir schlagen Borrelien an, aber ich habe das nie irgendwie überprüfen lassen. Gell? Ich habe dann genommen, was sie mir gesagt hat, die Kräuter und so weiter, und hinterher ging es mir viel besser. Aber das ist mir jetzt gerade mal so gekommen. Und wenn man die hat, die schlummern im Körper. Ja genau, die schlummern. Und die kriegt man nicht mehr raus. Das ist noch nicht so ganz klar. Also wir können auf alle Fälle, wenn ich die therapiere, sind sie zumeist danach nicht mehr nachweisbar. Aber es ist noch nicht ganz klar, ob das so ist wie beim Epstein-Barr-Virus, dass die einfach immer da sind und dann einfach sich zurückgezogen haben. Und sobald das Immunsystem geschwächt ist, kommen die wieder raus. Oder ob die wirklich weg sind. Da streiten sich gerade noch so ein bisschen die Geister. Aber meistens, ich würde sagen, zu 90% kriege ich sie erstmal auf nicht mehr nachweisbar. Nur wenn man den Zecken bis zu lang nicht mitkriegt hat oder wenn man es sofort danach behandelt, ist es dann wahrscheinlicher, dass es nicht chronisch bleibt. Ja, klar, wenn man es sofort behandelt, ist es am besten. Aber meistens, also viele Leute, die können sich auch gar nicht an Zeckenbiss erinnern. Ja, das war bei mir auch so. Du hast vorher erzählt, dass gerade hochsensible Menschen oft anders entgiften oder ein Thema mit der Entgiftung haben. Das finde ich mega spannend, weil, also ich sehe das schon jetzt, mein Vater hat immer wieder so Themen, Arthrose und so weiter und ist eben auch hochsensibel. Und was kann man da grob sagen? Was ist da anders bei den Hochsensiblen? Also was ich halt viel in der Praxis mache, ist ja die Entgiftungsgenetik. Und da sieht man eben bei den Hochsensiblen, dass oft die Entgiftungsgenetik gar nicht gut ist. Und das Zweite, was ich auch genetisch teste, ist der Abbau der Stresshormone. Und der ist auch meistens bei den Hochsensiblen reduziert. Das heißt, die können die Stresshormone langsamer abbauen. Das heißt, sie sind länger unter diesem Adrenalin oder Noradrenalin. Und Noradrenalin ist ja gerade dieser Zustand, wo man komplett klar ist, wo man alles wahrnimmt in der Umgebung und komplett klar ist. Ja. Und das ist total spannend, das zu messen und den Leuten dann so zu erzählen, weil die dann immer alle sagen, wow, klar, jetzt verstehe ich, warum ich so bin, wie ich bin. Also plötzlich wird das alles total logisch. Und ich sage dann auch immer, es ist eine Wahnsinnsqualität gewesen. Das waren die Leute, die in der Steinzeit im Endeffekt überlebt haben, weil die einfach ganz klar Gefahren gesehen haben und auch besser riechen konnten, wenn Fleisch nicht mehr gut war oder Bären giftig waren und so weiter. Aber in der heutigen Gesellschaft, wo wir eben so giftbelastet sind von der Umwelt und natürlich auch eine wahnsinnige Schnelligkeit haben in der Umwelt. Also ich sehe das so bei meinen Kindern, wie die mit dem Handy schon so zock, 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 so schnell kann ich gar nicht denken gefühlt. Also die ganze Welt wird ja immer schneller. Und das ist für Leute, die ein Problem haben mit dem Abbau der Stresshormone, ist das Wahnsinn. Die können einfach ganz schnell in dieser Welt der Schnelligkeit komplett überfordert sein. Und so einem Patienten ist dann echt gut zu sagen, boah, einmal am Tag im Wald spazieren gehen, runterkommen. Alle, keine Eindrücke, kein Handy am Abend, kein Fernseher am Abend, weil auch die Filme, alles wird schneller. Ja. Und das macht die Leute wirklich krank. Das war für mich so eine Erleichterung, als ich das zum ersten Mal erfahren habe. Das passt bei mir voll, dieses mehr Stresshormone. Ich bin immer wie so ein Aufziehmännchen. Ich habe immer, also so als Kind, sage ich jetzt mal, schon mehr Power gehabt als die anderen, mehr Motivation. So die anderen sagen, boah, wo nimmst du das alles her? Aber ich habe immer und nicht gemerkt, wann ich mir an die Wand fahre. Genau. Bin immer wieder, gerade wenn ich Sachen mache, die mir Spaß machen, so wie jetzt auch meine Berufung, da, also ich muss das so in mich reinspüren, dass ich die Grenze erkenne. Ja. Sonst immer fahre ich mir wieder komplett an die Wand. Ja, das ist genau der Klassiker dafür. Und ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Praxis sitze, 7 Stunden zuhöre, dann muss ich hinterher Sport machen. Ja. Kann ich nicht in meiner Familie Papa und Mann sein und da wieder sitzen und zuhören. Ja. Ja, kann einfach nicht funktionieren. Genau, aber du musst so Sport machen, dass es dich nicht wieder stresst. Das ist nämlich, was gerade viele Allgäuer immer falsch machen. Dann rennen sie den Berg hoch und machen irgendeinen Sport, der wieder dazu führt, dass Adrenalin ausgeschüttet wird. Und dann sage ich auf den Patienten, der Waldspaziergang. Also Entspannung in der Bewegung, nicht schon wieder Produktion von Stresshormonen. Das ist total schwer, es fällt mir selber auch schwer, weil ich natürlich auch dazu neige dann, oh, und das muss ja toll sein und da wollen wir ja wieder so den Kick haben. Ich habe natürlich auch dieses die gleiche Genetik wahrscheinlich wie du und für mich ist das Wahnsinn, weil am liebsten würde ich dann noch irgendwie einen Berg hochklettern und gerade so die Extremen und ich muss mir dann immer selber so, nein, heute nur spazieren gehen, Yoga machen.
Und der Wald sowieso hat dann auch eine Wirkung. Ja. Ich habe jetzt gerade, mir ist gerade auch mal so seit Ende letzten Jahres alles, ich habe schon gemerkt irgendwie, oh, als wäre die dann wahrscheinlich wieder krank, weil ich es einfach, weil ich völlig übertrieben habe, Lebensenergie leer und so den Eindruck hatte, kennst du das so, jeder will was von mir. Wenn ich auf mein Handy schaue, wenn ich auf meinen Computer schaue, jeder will was von mir. Und dann haben wir gedacht, ich muss mal wieder in den Zustand kommen, wo ich mir denke, das ist doch das Schönste, was es gibt. Ja. Ja, und dann habe ich eine Woche Heilfasten gemacht an einem Weiher, ganz einsam mit meinem Wohnwagen. Ich habe mir eine Stunde am Tag Handy erlaubt für Storys drehen und so weiter. Ansonsten, ich habe mir Bücher verboten, neuen Input verboten, Essen verboten. Und ich war nur einfach nur in der Natur mit mir allein. Mhm. Und das war also erstmal sowas von schwer. Ich habe auch eine eigene Podcast-Folge, also wenn es dich interessiert, kannst du gerne mal reinhören in Deep Talk Fasten. Und also das war schon krass. Am Anfang, ich bin angekommen, dann hat es auch noch geschneit. Also das Leben hat gleich mal gesagt, nee, du lenkst dich nicht ab, du sitzt jetzt im Wohnwagen. Und dann machst du halt ein Feuer und irgendwann denkst du, jetzt, ich lege doch jetzt nur wieder Holz nach, damit die was tun kann, damit die was machen kann. Und das war erstmal, also das war schlimmer als Stress für mich, diese Leere. Ja. Und dann aber, damit hätte ich nie gerechnet, ich habe von der ersten Nacht an angefangen, wieder durchzuschlafen. Mhm. Ich habe schon einen guten Schlaf, es sei denn, ich habe viel Stress. Dann ist es halt, wenn ich nachts pinkeln muss, dass ich eine halbe Stunde mal wach liege. Aber das war weg seitdem. Ich bin morgens aufgewacht und sofort musste ich pinkeln. Ich war gar nicht mal gewohnt, dass ich mit so einer vollen Blase aufwache. Mhm. Also mein Nervensystem schon unglaublich runtergefahren. Ja, genau. Also genau das ist das, was man eigentlich braucht. Ja. Einfach mal keine Eindrücke. Und jetzt, ich habe nur lauter Stromkabel ums Bett rum. Das habe ich bisher immer so, ach, das brauche ich nicht. Aber das, ja, ich glaube, da muss ich mich jetzt damit beschäftigen. Ja. Mhm. Es ist ja schon überhaupt dann, wenn man mal barfuß oder wenn man sich erdet, oder? Hast du das? Ja. Genau, ja. Einfach das Erden. Ja. Einfach das, also Natur ist ja die beste Erholung. Oder was ich ja auch in meinen Vorträgen immer wieder sage, wenn ich über den Parasympathikus, das ist ja sozusagen der Teil vom autonomen Nervensystem, der für die Entspannung zuständig ist. Und was ich oft sage, ist immer, die beste Art, den Parasympathikus zu aktivieren, ist vorm Lagerfeuer zu sitzen. Also so, wie es unsere Vorfahren gemacht haben. Und das schaffen wir witzigerweise auch, wenn wir mal so eine Gesellschaft haben, wo wir vorm Lagerfeuer sitzen. Da ist jeder froh, wenn er einfach nur in dieses Feuer starrt und man braucht gar nichts. Und das ist eigentlich ein super guter, natürlicher Mechanismus, um wieder runterzufahren. Ja. Ist das wirklich ein Auslöser, oder? Weil das unsere Vorfahren schon hatten. Ja. Weil das merke ich. Ich sitze eine Sekunde am Feuer und bin in Meditation. Ja, genau. Ja. So haben es unsere Vorfahren gemacht. Ja, cool. Auf YouTube gibt es so Baumhäuser im Regen mit Lagerfeuer. Das mache ich mir manchmal, wenn ich einfach so eine Hintergrundkulisse will. Und das ist dann stundenlang so ein Video mit Feuer. Und nicht ganz wie echt, aber allein das Geräusch löst schon was in mir aus. Genau. Ja. Wenn jetzt so Schwermetalle und so weiter im Körper sind, wie geht sowas wieder raus? Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, die wieder rauszuholen. Also es gibt ganz sanfte Möglichkeiten, indem ich einfach versuche, den eigene Entgiftung zu aktivieren über Aminosäuren wie Taurin. Dann gibt es natürlich so diese Klassiker wie Chlorella, Kohle, Huminsäure, Bindemittel, wobei man mit diesen Bindemitteln extrem vorsichtig sein muss, weil die meisten Bindemittel haben auch Schwermetalle. Also ich verwende nur Bindemittel, die ich selber überprüft habe, dass sie keine Schwermetalle haben. Und letztens haben wir auch eins in der Praxis selber gecheckt, weil mein Kollege das so ein bisschen skeptisch war zu dem, was ich gesagt habe. Und dann haben wir mal Zeolit eingeschickt ins Labor, weil ich immer sage, kein Zeolit, das hat Aluminium. Und was kam raus? Prompt riesenhohe Menge Aluminium. Genau, also Bindemittel nur gecheckt. Ich sage jetzt hier keine Firmennamen, aber zur Not mir schreiben. Und was ich halt in der Praxis viel mache, ist intravenöse Ausleitung über die Chelatierung. Chelatoren, das sind im Endeffekt einfache chemische Strukturen, die aber nicht im Körper bleiben. Die gebe ich als Infusion. Die binden die Metalle aus den Organen. Und dann wird es im Urin ausgeschieden. Und das Gute an der Methode, das ist eigentlich die einzige Methode, mit der wir auch messen können, was das Problem im Körper ist. Weil es gibt keine andere Methode, um rauszufinden, ob ich überhaupt eine Schwermetallbelastung habe. Weil im Blut sehe ich nur Akutbelastungen, im Spontanurin sehe ich auch nur Akutbelastungen. Und die Haaranalyse, die viel gemacht wird, die ist eigentlich viel zu ungenau. Da ist viel zu viel Sachen, die da Störfaktoren. Aber wenn ich einen Chelator gebe, der wirklich aus den Organen, aus den Knochen bindet und dann nach den Urin messe, dann sehe ich, ob ich ein Problem habe.
Das heißt, ich mache dann immer gerne erstmal so einen Provokationstest und schau, was los ist und bespreche dann mit dem Patienten, wie kriegen wir das Zeug raus. Und dann ist sowas, da gibt es wahrscheinlich für die Dauer kann man auch nichts sagen, oder? Also je nachdem, wie viel das ist. Also völlig unterschiedlich. Also der Durchschnittsdeutsche braucht, würde ich mal sagen, 10. Aber ich habe auch eine Rekordhalterin aus Russland mit, ich glaube, was hat sie? 50, 60 oder so. Krass. Ja. Also es ist, wir wissen ja nicht, was wir im Laufe des Lebens angesammelt haben. Und da spielt halt natürlich auch die Entgiftungsgenetik eine Rolle. Deswegen mache ich auch immer gerne diese Genetik noch dazu. Weil das ist ja so der Klassiker, der eine raucht und stirbt mit 50, der andere raucht und wird 100. Und das hängt ja alles von dieser Entgiftungsgenetik ab. Das heißt, wenn ich eine schlechte Genetik habe, dann habe ich vielleicht gar nicht so viel Schwermetallbelastung gehabt. Aber alles, was ich hatte, ist drin. Und wenn ich eine gute Genetik habe, dann habe ich vielleicht neben dem Chemiewerk gewohnt. Aber ich habe gar nicht so viel Belastung, weil der Körper es einfach gut hingekriegt hat. Also deswegen kann man da überhaupt nicht sagen, das ist was ganz Individuelles. Bei mir ist das Thema hochsensibel in der Familie, also in beide Seiten, also Mama und Papa. Und das weiß ich auch schon immer. Also der Opa von der Mamas Seite immer so alle möglichen Vergiftungserscheinungen einfach gehabt, so in den Gelenken und so weiter. Und mein Papa auch, der war dann mal eben durch Quecksilber, sind dem immer, wenn er auf der Mund irgendwie geschlafen hat, stimmt die Lippe riesig an. Ja, genau. Also. Das ist auch so der Klassiker. Und dann kommt eben jetzt noch die Strahlenbelastung dazu. Weil das ist mir auch aufgefallen, wenn ich diese elektrosensiblen Patienten habe und die haben zusätzlich noch eine Schwermetallbelastung, dann schwingen natürlich die Metalle durch die Strahlung. Das heißt, die Elektrosensibilität wird oft besser, wenn man die Schwermetalle entfernt hat. Krass, ja. Du bist ja selber dann wie ein Handymast irgendwann, wenn du genügend Metall hast. Genau. Ich denke mir immer, die Natur macht doch eigentlich nichts, was sinnlos ist. Also irgendein Plan, also irgendwas muss es ja mit dem Hochsensiblen haben, so wie du jetzt sagst. Früher die Leute, die haben dann vielleicht früher was gespürt oder so. Und was kann das für einen Sinn haben, dass die Entgiftung schlechter ist? Das ist eben das, was ich vorhin schon gesagt habe, weil die ganz gut riechen können. Also die können ganz gut riechen, fühlen, wenn was nicht gut ist. Das ist der genetische Vorteil der schlechten Entgifter. Die haben meistens eine ganz sensible Nase. Und die sagen dir sofort, das Essen ist schlecht. Die riechen zum Beispiel sehr gut Schimmel. Also die gehen in den Raum und sagen, da ist Schimmel. Und andere riechen nichts. Und dann geht die Natur davon aus, dann wird das ja auch nicht zu sich nehmen, wenn es... Ja, genau. Dann muss er nicht so gut entgiften können. Und deswegen haben die überlebt, weil Gene, die keinen Sinn hatten in der Steinzeit, die gibt es ja gar nicht mehr. Also alle Gene, die wir noch haben, die hatten in der Steinzeit ihren Sinn. Sonst wäre es ja schon mutiert. Okay, spannend. Und es gibt ja auch so diese Leute, die zum Beispiel, denen total übel wird, wenn sie Parfüm riechen. So ein bisschen Geruch und denen wird richtig schlecht. Das sind meistens, daran erkennt man sehr gut die Leute mit einer sehr schlechten Entgiftungsgenetik. Und da sage ich immer sofort, okay, und da ist es auch wirklich wichtig, Bio zu essen und nicht das Billigessen und gucken, dass man in einem Haus wohnt, wo eben keine komischen Giftstoffe in den Wänden sind und so weiter. Also auf das auch zu hören, auf diesen Geruch und diese Wahrnehmung, die man hat. Ja, das ist schon, ich glaube, das Strahlenthema, wenn du da gerade so drüber redest, vor allem merke ich, das habe ich mir so ein bisschen schön gelogen, damit es nicht so schlimm ist für mich. Aber ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel in meine Zirbenkabine reingehe, das wirkt sofort aufs Nervensystem. Sofort. Also bei mir ist die Hypnose in einer Kabine aus Zirbenholz mit freischwebender Liege. Und das war allein, als ich die Praxis 2017 dahin gewechselt bin, ich dachte, muss ich jetzt überhaupt noch hypnotisieren? Also das war schon, zack, das Holz hat sofort eine Wirkung. Ich denke immer mehr, jetzt vor allem auch körperlich, gerade als hochsensibler Mensch, ist es wichtig, dass man sich mit sich beschäftigt und dass man sich versteht. Weil zum einen vergleichst du dich sonst immer wieder mit anderen und das ist ja das Problem. Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr müsst ganz normal 5 Tage pro Woche 8 Stunden am Stück irgendwas machen, da würde ich durchdrehen. Das ist, weiß ich so, mein Gehirn kann Höchstleistung, aber kurz und dann brauchst du wieder Pause. Mhm. Und so auch mit dem Stress dann oder mit dem Sport oder Panikattacken ist ganz oft bei Hochsensiblen zum Beispiel so ein Thema. Du spürst als Hochsensible meistens dein Gegenüber sogar mehr als dich. Mhm. Ja? Und da, das kann jetzt schon seinen Sinn haben, wenn ein bestimmter prozentualer Anteil der Menschen immer dafür sorgen muss, dass es anderen gut geht, wenn sie sich glücklich machen wollen. Aber in dem Moment, wo der Säbelzahntiger vor dir steht, wäre das ein Problem. Wenn ihn mehr spürst, dann musst du ihm ins Maul klettern. Und das ist sowas,
da haben ganz viele Hochsensible ihre erste Panikattacke, weil dann plötzlich kommt Bedrohung und jetzt geht dieses Feinfühlige, man fühlt ja immer, wo stimmt die Harmonie nicht beim Gegenüber. Mhm. Das geht jetzt plötzlich in den Körper rein. Mhm. Und dann spürt man, hier kribbelt was, hier schlägt ein Herz. Und das war so ein Moment, das war meine erste Panikattacke. Ich habe mich das erste Mal so richtig selber gespürt von innen. Gell? Und damit konnte ich einfach überhaupt nicht umgehen. Und das, wenn man das einfach nur weiß, ja, das ist einfach nur einfacher. Ja, also was ich immer versuche, wenn ich so diese, ich mache ja dann mal diese genetischen Beratungen. Mhm. Und was mir immer total wichtig ist, dass ich dem Patienten sage, das, was sie haben, ist eine Qualität. Das ist alles Qualität und das sind ja im Endeffekt unsere menschlichen Unterschiede. Und alles hat seinen Sinn. Das Wichtige ist nur, dass man weiß, wie man damit umgeht. Und wie man, so wie du es jetzt machst, damit lebt. Dass man dann einfach auch den Beruf hat, der dazu passt. Und dass man sein ganzes Leben einfach so lebt, dass es dazu passt und nicht gegen irgendwas geht, weil man denkt, man muss irgendwie so sein, wie man aber gar nicht ist. Ja, genau. Ja. Und da war ja bei mir, so viel wieder zum roten Faden, ich habe ja das erstmal eben nicht so, bin ich nicht zu meinem Bauch nachgegangen, habe Kaiser gelernt und dann habe ich halt Panikattacken gekriegt und da könnte man jetzt wieder sagen, und das habe ich jetzt aus den ganzen Lebensgeschichten, die ich jetzt immer so begleitet habe, auch ganz viel rausgenommen. Einfach, das sagt das Unterbewusstsein, das ist vielleicht nicht dein Weg. Mhm. Ja. Genau. Und dann, das ist auch ganz oft, jetzt ist ja gerade so eine Zeit, da sitzen ganz viele bei mir. Du merkst einfach, die Augen leuchten nicht. Mhm. Der Verstand hat sich gedacht, komm, es geht schon irgendwie so relativ in der Komfortzone bleiben, aber ein Leben führen, ja. Aber dann leuchten die Augen nicht mehr und irgendwann hilft das Unterbewusstsein. Mit einem Arschtritt vielleicht. Genau, oder sie werden krank. Ja, genau. Ja. Und da ist jetzt selbst schon bei mir, habe ich immer wieder festgestellt, dass sogar Leute zum Beispiel mit einer Krebsdiagnose bei mir sitzen und sagen, das war klar, dass das kommt. Mhm. Es war unterbewusst klar, es muss was passieren. Mhm. Ich habe einfach auf kein Signal des Körpers gehört. Ja. Und schon mit dem Bauch schon ganz lang gespürt, ihr müsst was ändern. Genau. Und irgendwann sagt einem der Körper so, jetzt reicht, das geht nicht mehr, Schluss. Ja. Krass, ich finde das so spannend, dass da jetzt auch Menschen aus der Medizin so mittlerweile, das hätte ich, glaube ich, das war vor 10 Jahren oder so, gab es das nicht. Ja, oder ich habe das sowas noch nie erleben dürfen. Bin dir unglaublich dankbar. Gibt es einfache Tipps, die wirklich umsetzbar sind? Weil zum Beispiel das mit dem Handy ist bei mir so, ich denke dann, oh, aber die Mädels brauchen ja auch WLAN bis abends. Ach, das ist so kompliziert, da brauche ich gar nicht erst anfangen, irgendwas zu machen. Sonst haben ja die Nachbarn auch WLAN und das ist ja überall irgendwie. Gibt es wirklich so einfache Sachen, wo man sich einfach Vergiftung sparen kann? Ja gut, also klar, mit der Strahlung ist natürlich schwierig, weil wir sind ja komplett umgeben. Also bei mir ist zum Beispiel einfach so, dass das WLAN dann abends aus ist. Mhm. Ja, dass man sich wieder Schnurtelefone kauft, weil dieses D-Tech ist ja auch recht heftig. Und klar, es gibt auch so ein paar Firmen, die ganz gute Schutzmechanismen herstellen. Sowas kann man schon auch verwenden, dass man einfach was aus, also es gibt so diese, zum Beispiel habe ich meinen Kindern auch besorgt, einfach so Schutzhüllen fürs Handy, damit die nicht so strahlen, weil meine Kinder hören einfach total gerne Hörspiel am Abend zum Einschlafen und dann müssen sie halt einfach diesen Handyschutz drum machen, damit sie nicht die ganze Zeit diese Strahlenbelastung haben. Also solche einfachen Sachen kann man auf alle Fälle machen. Das Gleiche mit der Ernährung, dass wir einfach wirklich gucken, dass wir hochwertiges essen, dass wir lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben fürs Essen, dafür vielleicht ein bisschen weniger essen, sodass sich es wieder ausgleicht im besten Fall. Aber einfach gucken, gerade so bei Fleisch finde ich das total wichtig, dass wir da hoch, also vielleicht nur einmal die Woche Fleisch, aber dafür wirklich gute Qualität von einem Tier, das auch draußen frei rumgelaufen hat und natürliches Gras bekommen hat. Da haben wir ja im Allgäu super Möglichkeiten mit tollen Höfen, die dann auch die Sachen anbieten. Also ich denke, da kann man schon viele einfache Sachen machen, im Leben einbauen. Und klar, ich habe auch immer wieder diese Patienten gehabt, zum Beispiel Schimmel ist ja so ein Riesenthema. Dann stelle ich fest, da ist eine Schimmelbelastung und dann ist meine einzige Therapie ausziehen. Und dann guckt mich immer der Patient an und sagt, naja super, jetzt haben wir dieses Haus gebaut und geht nicht und so. Oder der Vermieter sagt, nur zahle ich nicht. Das ist ein Quatsch, was die Frau Doktor sagt. Also es gibt schon manchmal wirklich blöde Situationen im Leben. Oder jemand hat den ganzen Mund voller Gold und ich stelle eine Goldallergie fest und sage, okay, 10 Zähne sanieren. Dann sagt der Patient, das kann ich mir wirklich nicht leisten. Boah, ja. Ja, aber so die einfachen Dinge,
Ich denke, da kann man schon ganz viel tun. Keine Alu-Dosen, keine Alu-Kaffeekannen und nicht am Joghurtbecher lecken, der ja auch aus Aluminium besteht. Also kann man schon viele Dinge machen. Da macht das Ablecken schon was aus. Ja, genau, weil es ist gerade die Säure. Ja, ich habe einen Papa, der ist Chemiker, mit dem habe ich dann mal ganz viel drüber gesprochen. Wie kriegt man einfach die Schwermetalle am besten im Körper? Das ist eben auch über die Säure, so der Fisch in Alufolie gepackt mit noch Zitrone. Das ist zum Beispiel richtig gut, um viel Aluminium zu kriegen. Dann würde ich kurz was zum vierten Punkt sagen, wenn es okay ist. Ja. Das Umfeld, das ist einfach, wenn du ein Umfeld um dich herum hast, wo du merkst, die ein oder anderen Menschen sind nicht gut für dich, dann als Hörer unterschätzt das bitte nicht. Stell dir mal ein Glas vor mit Wasser drin und das ist dein klares Mindset. Sag mal, du hast gerade ganz viel an dir gearbeitet und das ist dein Mindset. Und jetzt kommt jemand, es muss ja einfach nur ein negatives Gespräch sein. Ja? Und jeder Mensch, der was zu dir sagt, stell dir vor, dein Unterbewusstsein ist ein Garten und alles, was du hörst, sind Samen, die Menschen da reinwerfen. Und die wachsen irgendwann. So, und das ist dann jetzt einfach ein Schluck Kaffee, der in dieses Wasserglas geschüttet wird. Und plötzlich ist es trüb. Und das kennst du bestimmt. Wenn du dann solche Gespräche hattest, dann fühlst du dich einfach so. Aber überleg mal, wie viel Wasser müsstest du jetzt wieder nachschütten, dass das Wasser klar wird? Und bis dahin kommt dann schon das nächste negative Gespräch und das nächste. Und wenn du dann mal ein Gespräch hast mit einem positiven Menschen und das Gegenteil davon spürst, dann merkst du, was das ausmacht. Und wir haben gelernt einfach von klein auf, wir müssen uns anpassen. Und mich hat das fertig gemacht. War in mir drin viel zu wenig selbstbewusst, dass ich für mich einstehen konnte. Und mein ganzer Körper war früher voller Neurodermitis. Das war für mich das Zeichen, der Körper sagt, ich kämpfe jetzt. Und wenn es gegen mich selber ist, weil du machst es eh nicht. Ich saß in irgendwelchen Pausenräumen in meiner Lehre, habe mich zulabern lassen von Menschen, die mir dauernd nur erzählen, wie schlecht die Welt ist. In mir drin wollte ich sagen, klau mir nicht meine Zeit. Aber mein Mund hat gesagt, ah, oh, krass, dass er oh ja morgen wiederkommt und weiterredet. Und sowas ist einfach, das ist wirklich Vergiftung. Gell? Und das ist, höre ich ganz oft nach den Hypnoseterminen, dass Menschen zu mir sagen, ich habe wirklich einmal einen Rundumschlag gemacht und habe Menschen, die mir nicht gut taten, einfach aus meinem Leben entfernt. Ja? Und das ist nicht leicht oft, aber es ist einfach auch Vergiftung. Das finde ich so schön, dass das trifft es einfach. Gell? Ja. Habe ich so noch gar nicht formuliert, vergiften, ja. Das, aber toxisches Umfeld. Ja. Ja, genau. Also, es ist einfach nicht selbstverständlich, gell, dass wir unseren Körper haben und Werte, die uns wichtig sind, die sind dynamisch, die ändern sich im Leben. Und ich glaube nicht, dass jemandem, ein Kind jetzt zum Beispiel, bevor es jemals Probleme hatte, der Wert Gesundheit wichtig ist. Aber es muss ja gar nicht erst was passieren. Also, wenn es Möglichkeiten gibt, wie man wirklich einfach darauf verzichten kann, sich irgendwie das vor allem das Alter dann irgendwann mal schwer zu machen, aber überhaupt auch das Leben schwer zu machen, dann kriegen wir das doch hin, oder Freunde? Vielen Dank, Mia, für deine Tipps. Vielen Dank, es war jetzt wirklich ein krass tiefer Einblick. Ich finde die wunderschön. Ich habe mir früher immer gewünscht, wenn ich mal beim Arzt war, wenn mir das Thema so fasziniert, ich bräuchte mal längere Zeit, ich hätte so viele Fragen. Ja. Und dann habe ich es versucht über die Heilpraktikerschule und habe gemerkt, sobald der Kunert in einem Klassenzimmer sitzt, ist wieder alles gleich wie früher. Er schaukelt mit dem Stuhl, er kann nicht aufpassen, wenn jemand langweilig vom Tageslichtprojektor vorliest. Scheiße. Du brauchst dir 1:1 Betreuung. Ja, genau. Ich habe wirklich am allermeisten Geld in meinem Leben habe ich für Einzelausbildungen zahlt, weil ich immer irgendwo was einzeln brauche. Ja, an meine Geschwindigkeit und an meine Interessen. Danke dir. Wenn du die Mirja finden willst, du hast eine Homepage, oder? Ja, genau. Die wird gerade neu gemacht, aber es gibt noch die alte. Ja. Also dr-mirja-effing.de. Oder im Zweifelsfall einfach googeln. Googeln, genau. Dr. Effing Immenstadt. Und dann. Ja, da findet man mich. Ja, und du bist jetzt auch auf Social Media. Da kann man immer wieder tolle Impulse von dir kriegen. Genau, da gibt es immer so diese Kurzvideos zu diversen Themen. Ja. Da freuen sich meine Patienten gerade mal sehr drauf. Ja. 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 Genau. Hört gern rein. Kannst du ihr auf Insta folgen unter Dr. Mirja Effing zusammengeschrieben. Gell? Ja, genau. Ich verlinke es alles unter der Folge. Schau unbedingt mal rein und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, Freunde. Das nächste Mal habe ich einen DJ Sunny oder Sunny bei mir im Interview. Ich freue mich riesig, ein ganz krasser Typ, ganz umtriebig, spielt glaube ich jedes Instrument der Welt, hat eine Coverband AC/DC, die er singt und ich freue mich total aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Ciao, Mirja. Tschüss.